Von den 7 Weltwundern der Antike stehen sie als einzige noch, die Pyramiden von Gizeh. Jedes Jahr kommen Millionen von Touristen nach Ägypten, um vor allem die Cheops-Pyramide zu bewundern. Mit ihr erreicht die Ära der großen Pyramiden ihren Höhepunkt. Die Konstruktion gibt den Wissenschaftlern bis heute Rätsel auf. Die rechten Winkel weichen nur ein 1/15 eines Grads ab. Könnten wir sowas heute? Nein, unmöglich. Eine Pyramide in der Zeit von Cheops war ein nationales Projekt. Wie gelingt den alten Ägyptern dieses gigantische Bauwerk ohne die heutigen Kenntnisse im Hoch- und Tiefbau, ohne eine einzige Maschine? Die Cheops-Pyramide ist ein Monumentalbau der Superlative. Sie ist einst die höchste Pyramide und hat das größte Volumen. Seit Hunderten von Jahren versuchen Archäologen, die Geheimnisse der Cheops-Pyramide zu lüften. Heute ebnet modernste Technik neue Wege. Zum Beispiel die Fotogrammetrie. Sie ermöglicht eine präzise, fast chirurgisch anmutende Untersuchung der Pyramiden. Zum ersten Mal kann man die Steine und die Winkel genau sehen. Mit der Fotogrammetrie lösen wir viele Rätsel. Andere Experten finden es besonders wichtig, die Umgebung der Cheops-Pyramide zu untersuchen. So macht ein französischer Archäologe im Jahr 2013 einen historischen Fund. Die ältesten Papyrusrollen der Welt. Mit Hilfe moderner Computertechnologie nehmen 3 bekannte Archäologen aus Amerika, Ägypten und Frankreich die Cheops-Pyramide unter die Lupe. Dafür wird eine der schönsten Ausgrabungsstätten der Welt aus der Luft gefilmt und in einem noch nie dagewesenen Rahmen digitalisiert. Die Wissenschaftler hoffen so, die letzten Rätsel der Cheops-Pyramide zu lösen. Ich glaube, dass die Grabkammer von Cheops noch irgendwo in der Pyramide versteckt ist. Kairo, Ägypten. Eine gigantische Metropolregion mit knapp 20 Millionen Einwohnern, die sich bis in die Wüste erstreckt. Hinter diesen Gebäuden beginnt die Zeitreise ins alte Ägypten. Vor mehr als 4.500 Jahren errichten die Pharaonen auf dem Gizeh-Plateau Pyramiden, die sie unsterblich machen. Mark Lehner ist Archäologe und erforscht das Gizeh-Plateau seit vielen Jahren. Es ist fantastisch, hier zu sein. Ich mache das jetzt seit 40 Jahren. Aber ab und zu stehe ich da und halte inne. Und alles ist so frisch und neu wie am Anfang. Es ist faszinierend herauszufinden, wie sie gebaut wurden, was sie damals bedeutet haben und was sie für uns bedeuten. In der Nekropole von Gizeh stehen 3 große, gut erhaltene Pyramiden. Die meisten Touristen kommen, um die größte von ihnen zu sehen, die Cheops-Pyramide. Das hier ist die große Pyramide, mit das einzige erhaltene Weltwunder der Antike. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war sie das höchste Bauwerk der Welt. Die Basisfläche beträgt 5,3 Hektar, die Seitenlängen 230 Meter und sie war 146 Meter hoch. Mit ihr erreicht die Ära der großen Pyramiden ihren Höhepunkt. Die Cheops-Pyramide ist ein Monument der Superlative. Sie ist die höchste Pyramide, die je gebaut wurde. Und sie hat das größte Volumen. Sie ist einmalig für diese Epoche. Besonders, weil man zum Zeitpunkt des Baus verhältnismäßig wenig Erfahrung mit Pyramiden hatte. Das Erstaunlichste? In etwa 4.500 Jahren hat sie sich nur um fast 10 Meter verkleinert. Eine unglaubliche technische Leistung für die damalige Zeit. Ein solches Kulturdenkmal ohne den Einsatz moderner Technik zu bauen, grenzt an ein Wunder. Wenn man sie sieht und kein Ägyptologe ist, glaubt man, es ist eigentlich unmöglich, sowas zu bauen. Und das stimmt vielleicht auch.
Heute würde sicher der Einsatzwille dafür fehlen. Die Pyramiden waren ein nationales Projekt unseres Landes. Laut Herodot sind 100.000 Arbeiter 30 Jahre mit dem Bau des Giganten beschäftigt. Das Ziel, den verstorbenen Pharao dem Himmel und dem ewigen Leben näher zu bringen. Es ist das Grab des Pharaos und gleichzeitig auch der Ort, an dem er auferstehen wird. Die alten Ägypter haben daran geglaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Der Pharao repräsentiert den Sohn Gottes, der wieder aufersteht. Und das geschieht in der Pyramide. Sie ist also nicht nur das Grabmal des Pharaos, sondern auch sein Auferstehungsort. Seit Jahrhunderten geben die Pyramiden Rätsel auf. Trotzdem weiß man immer noch nicht genau, wie die Ägypter sie gebaut haben. Eins ist sicher: Es wäre heutzutage fast unmöglich, eine genaue Kopie der Cheops-Pyramide zu konstruieren. Aber eine revolutionäre Technologie könnte nun endlich Licht ins Dunkel bringen. Vincent Tournaudre und sein Team sind gekommen, um die Pyramide von allen Seiten zu fotografieren. Mit den Daten aus den Aufnahmen erstellen sie ein präzises 3D-Modell. Das ist die sogenannte Fotogrammetrie. Die Apparate werden synchronisiert und nehmen Bilder in regelmäßigen Intervallen und aus unterschiedlichen Winkeln auf. Sie haben verschiedene Objektive, fotografieren unterschiedliche Bildausschnitte und erfassen so die komplette Pyramide. Daraus entsteht dann das 3D-Modell. Dafür müssen die Ingenieure etwa 15.000 Fotos aufnehmen. Für Luftaufnahmen nutzen die Experten eine Drohne. Es ist aus Sicherheitsgründen von Seiten der Behörden nicht gestattet, auf die Pyramide zu klettern. Aber die Drohne kann auf die gewünschte Höhe aufsteigen und sie aus allen Winkeln fotografieren. Wir führen dann die Daten der Drohne und der Kameras zusammen, um das Modell zu erstellen. Eine Genehmigung für den Drohnenflug über dem Gizeh-Plateau wird sehr selten erteilt. Die Fotogrammetrie ist eine Methode, eine digitale Kopie der Cheops-Pyramide zu erstellen. Nach zwei Drehtagen werden die Daten in Paris ausgewertet. Binnen kurzer Zeit können die Ägyptologen mit der Analyse beginnen. Die ersten Fotos der Drohne zeigen Spuren eines Grüngürtels. Die Pyramide befindet sich an einem Standort, der einen bestimmten Zweck erfüllen sollte. 4.500, maybe 600. Vor 4.500 Jahren, vielleicht sogar noch vor 600 Jahren, sah es hier völlig anders aus. Die Ebene war grün. Ein Seitenarm des Nils floss auf der Westseite vorbei. Es gab Häfen und Wasserwege, die sich bis zum Fuß der Pyramide erstreckt haben. So wurden Materialien und Arbeiter transportiert und die Steine. Die Baumeister der Cheops-Pyramide wählen das Plateau von Gizeh auch aus, weil es hier reichlich Kalkstein gibt. Für die gigantische Pyramide des Pharaos wird eine gewaltige Menge davon benötigt. Die Grabmäler der Pharaonen werden damals immer imposanter. Am Anfang sahen Pyramiden aber gar nicht so aus, wie wir sie heute kennen. Für die ersten Pharaonen wurden die sogenannten Mastabas gebaut. Mastaba bedeutet Sitzbank. Diese Grabmäler sahen also aus wie eine Bank. Sie waren ungefähr 8 Meter hoch. Während der Herrschaft von Djoser haben die Ägypter ihre Grabmäler dann plötzlich in Pyramidenform gebaut. Die ägyptischen Pharaonen haben Pyramiden bauen lassen, weil sie etwas Hohes und Monumentales wollten. Und am einfachsten ging das mit einem großen Hügel. Wenn man hochbauen will, ist das Einfachste eine Pyramide. Etwa ein Jahrhundert vor Cheops lässt der Pharao Djoser mehrere Mastabas wie Schachteln übereinander konstruieren, um höher bauen zu können. So entsteht die erste Pyramide. Ihre Form entwickelt sich stetig weiter, bis zur völlig glatten Cheops-Pyramide.
Sie entspringt dem Wunsch der Pharaonen, etwas immer Besseres und Perfekteres zu konstruieren. Aber die Bauweise bleibt ein Geheimnis. Wenige Tage nachdem die Fotos gemacht wurden, ist das 3D-Modell der Pyramide fertig. It's amazing. Fabelhaft. Man erkennt jeden Stein. Zum ersten Mal sieht man die Steine und die Winkel glasklar. Das berührt mich. Ich habe die große Pyramide noch nie so gesehen. Dieses Modell hilft uns, Geheimnisse zu lüften. Eine Sache fasziniert die Wissenschaftler seit jeher: die perfekten Maße der Cheops-Pyramide. Die lassen sich aber nur schwer verifizieren. Die ursprüngliche Grundlinie der Pyramide existiert nicht mehr, weil Steine entfernt wurden. Sie ist früher ungefähr hier verlaufen, an diesem Messingbolzen. Man sieht, wie viel fehlt, weil viele Jahrhunderte lang Steine gestohlen wurden. Vermessung ist bisher ein komplizierter Prozess. Mit Hilfe der Fotogrammetrie zeigt sich wesentlich schneller, ob die Grundlinien so perfekt sind, wie die Wissenschaftler annehmen. Messen wir die Diagonale der Pyramide. Sie hat ungefähr 313 Meter. Und jetzt die andere? Die Diagonalen haben die gleiche Länge. Dazu rechte Winkel, gleich lange Seitenwände, ein Quadrat. Sie haben keine Fehler gemacht. Die Fotogrammetrie bestätigt, dass die Cheops-Pyramide ein Quadrat ist, mit perfekten rechten Winkeln. Die rechten Winkel weichen nur ein 1/15 eines Grads ab. Das ist eine wirklich minimale Abweichung. Die Grundlinien sind im Mittel auf allen Seiten 230 Meter lang. Und dieses Mittel variiert um nicht mehr als 10 cm. Das ist unglaublich. Aus Ägyptologensicht ist die Basis der Cheops-Pyramide perfekt. Doch wie ist diese Präzision damals möglich? Sicher ist, der Sockel wird nicht aus Steinen konstruiert, sondern direkt aus dem Fels gehauen. Das spart Zeit und Material. Das ist der natürliche Felsuntergrund, den sie begradigt haben. Und hier auch. Eine Stufe und noch eine Stufe aus dem Fels gehauen. Fast 4 Meter hoch. Das heißt, sie konnten das perfekte Quadrat nicht konstruieren, indem sie die Diagonalen abgemessen haben. Sie haben die Pyramide um den natürlichen Felsen herum konstruiert, der im Zentrum in die Luft ragte. Einige Ägyptologen gehen von einer sehr einfachen Vermessungsmethode aus. Eine Hypothese, die die genauen Maße erklären könnte, lautet: Sie haben Rechenseile verwendet. Also lange Seile mit Knoten, die zur Vermessung dienten. Aber auf einer Länge von 230 Metern liefert ein Rechenseil keine exakten Ergebnisse. Es ist extrem schwierig, eine Abweichung von weniger als 10 cm zu erreichen. Mark Lehner hat eine andere Theorie. Danach korrigieren die Ägypter die Maße während des Baus. Erst als die Pyramide über das Level des Felsuntergrunds hinauswuchs, konnten sie das Quadrat mit Hilfe der Diagonalen ausmessen. Aber die perfekten Maße sind nicht das einzig Außergewöhnliche. Um die Faszination besser zu verstehen, muss man sie von weit oben betrachten. Aus 500 Metern Höhe ist der Blick auf die Pyramide spektakulär. Die Cheops-Pyramide orientiert sich an den 4 Himmelsrichtungen. Und auch da sind die Abweichungen nur 1/15 eines Grads. Das ist außergewöhnlich für die Zeit. Das fotogrammetrische Modell bestätigt die unfassbar präzise Ausrichtung der Pyramide an den 4 Himmelsrichtungen. Die Ägypter waren auch Meister der Astronomie. Wie gelang den ägyptischen Baumeistern das?
Auf diesen durchsichtigen Bildern erkennt man die Basis der Cheops-Pyramide, die fast 53.000 Quadratmeter groß ist. Das entspricht mehr als 7 Fußballfeldern. Und das Faszinierende? Es gibt kaum Höhenunterschiede. Das Fundament der Pyramide ist absolut eben. Auf einer Länge von 230 Metern bestehen Höhenunterschiede von weniger als 2,1 Zentimetern. Das ist kaum wahrnehmbar. Heute gibt es Werkzeuge, um Höhenunterschiede zu messen. Aber damals müssen die Baumeister erfinderisch sein. Es gibt die Hypothese, dass sie mit Schlammbecken um die Pyramide herumgebaut haben. Die haben sie mit Wasser geflutet, die Wasserlinie als Referenzlinie aufgezeichnet, das Wasser abgelassen und dann den Fels anhand der Wasserlinie behauen. Vermutlich bauen die Ägypter um die Pyramide herum also eine Rinne und füllen sie mit Wasser. Dank der Schwerkraft zeigt das Wasser automatisch überall das gleiche Niveau an. Sobald das perfekte Fundament fertig ist, müssen die fast 2.600.000 Kubikmeter Steine aufgeschichtet werden, aus denen die Pyramide besteht. Die Ägyptologen sind sich einig. Die Steine wurden horizontal übereinander gestapelt. Die unteren Steine der Cheops-Pyramide sind sehr groß. Sie wurden von den Baumeistern horizontal verlegt. Frühere Pyramiden wurden so gebaut, dass die Steine sich in Richtung Zentrum geneigt haben. Für die Cheops-Pyramide wurden große Steine horizontal verbaut, wie man hier sehen kann. So wurde die Basis der Pyramide viel stabiler. Die Bauweise der Cheops-Pyramide hebt sich damit stark von den bis dahin üblichen Methoden ab. Das bestätigt auch das Verfahren der Fotogrammetrie. Zahi Hawass studiert die Pyramiden seit 50 Jahren. Heute ist der Ägyptologe vor Ort, um den Schlüssel zum Verständnis der Cheops-Pyramide zu untersuchen, ihre Felsblöcke. I'm sitting on the stones of the pyramid. Ich sitze auf den Steinen der Pyramide. Der Bereich hier ist vielleicht der wichtigste der gesamten Pyramide, weil er am meisten darüber aussagt, wie sie gebaut wurde. Erst kam das Fundament, dann große Steine, kleine Steine, große Steine, kleine Steine. Die Seiten der Cheops-Pyramide wirken sehr unregelmäßig. Sie bestehen aus Steinen unterschiedlicher Größe und Form. Das bestätigt auch eine weitergehende Analyse des 3D-Modells. Wenn man sehr nah an die Pyramide herantritt, kann man sehen, wie unregelmäßig die Steinblöcke sind. Und selbst an der Basis gibt es Auflösungshohlräume. Die Cheops-Pyramide ist bei genauerer Betrachtung also doch nicht ganz so perfekt, was einen einfachen Grund hat. Sie ist innen unregelmäßiger, um Arbeitszeit und Material zu sparen. Es wäre viel aufwendiger, für die gesamte Pyramide präzise Blöcke auszuschneiden und diese perfekt miteinander zu verbinden. Es ist leichter und spart Zeit, verschieden geformte und verschieden große Blöcke aufzuschichten. Die Baumeister gewinnen mit den unregelmäßigen Blöcken im Inneren Zeit. Die Logistik wird dadurch jedoch komplizierter. Quadratische Blöcke der gleichen Größe kann man alle mit demselben Schlitten nach oben bringen. Es ist wie mit Ziegeln. Bei Ziegelhäusern haben alle Ziegel die gleiche Größe. Aber wenn sie alle unterschiedlich sind, passen sie nicht alle auf denselben Schlitten. Das größte Geheimnis der Cheops-Pyramide: Wie werden die Millionen Tonnen Steine zur Baustelle transportiert? Paradoxerweise liefert eine archäologische Ausgrabung an einem anderen Ort Hinweise dazu.
2012 machen Archäologen in Wadi el-Jarf, 300 Kilometer von Gizeh entfernt, eine historische Entdeckung. Hier zwischen den Steinen haben sie 800 Papyrus-Fragmente aus der Zeit gefunden. Sie waren in einem schlechten Zustand. Trotzdem ist es ein fantastischer Fund, weil sie Informationen über den Bau der Pyramide enthalten. Der Ägyptologe Pierre Tallet leitet damals die Ausgrabungen. Wir haben 2012 eine Art altes Archiv gefunden, das aus 20 bis 30 Rollen bestand. Viele waren verrottet, aber einige noch in einem relativ guten Zustand. Es war ein äußerst wichtiger Fund, denn es handelt sich um die ältesten Papyrusrollen der Welt. Sie stammen aus dem letzten Herrschaftsjahr von Cheops. Man bekommt nur einmal in seiner Karriere die Chance, Papyrus aus der Zeit von Cheops zu finden. Das ist ein toller Fund. Wahrscheinlich der wichtigste meiner gesamten Karriere. Pierre Tallet braucht mehrere Monate, um die Papyrusrollen zu entziffern. Es handelt sich um das Logbuch eines Aufsehers einer Gruppe von Handwerkern, deren Aufgabe, Steinblöcke vom Hafen zur Baustelle zu transportieren. Im Logbuch wurden die Arbeitsabläufe dokumentiert. Insbesondere ging es um den Transport von Steinen aus Tura am Ostufer des Nils. In den Papyrusrollen wird detailliert beschrieben, wie die Blöcke von den Steinbrüchen in Tura nach Gizeh am Ostufer des Nils transportiert werden. Es gab Zyklen von 4 bis 5 Tagen, in denen die Steine zu den Booten gezogen, verladen und dann von Tura nach Gizeh verschifft wurden. Die Schiffe haben in der Regel 2 Tage für die Strecke gebraucht. Man erfährt auch, dass die Ägypter die Nilschwemmen, also das Hochwasser, geschickt nutzen, um die Steine zu transportieren. Außerdem werden Kanäle bis an die Baustelle gebaut. Die alten Ägypter haben einen Kanal auf der Westseite des Nils gegraben. Und von dort aus kleinere Kanäle, die zum Plateau von Gizeh führten. Sie haben Kalkstein aus Tura, Granit aus Assuan und Alabaster aus Hatnub bis zum Hafen auf dem Plateau transportiert. In Gizeh wurden künstliche Becken gegraben. Sie wurden an einen Kanal angeschlossen und so geflutet. In einer der Papyrusrollen wird beschrieben, wie die künstlichen Wasserwege geöffnet werden. Es ist von einer Mole am sogenannten Eingang zum See des Cheops die Rede. Die Arbeiter haben die Pfähle der Mole herausgezogen, sodass das Wasser in den künstlichen See laufen konnte. Das wurde gemacht, als der Nil Hochwasser hatte. Dank dieses ausgeklügelten Wasserwegesystems bringen die Flussschiffer Steinblöcke bis zum Fuß der Pyramide. Von Assuan sind sie 1000 Kilometer bis Gizeh unterwegs. Über die Art der Boote erfährt man wenig aus den Papyrusrollen. Dafür jedoch über die Ladung und deren Gewicht. Das Durchschnittsgewicht eines Quaders betrug 1,5 Tonnen. Ich habe versucht herauszufinden, welche Last Flussschiffe im Alten Reich tragen konnten. Und das waren vielleicht zwischen 35 und 70 Tonnen. Und so konnten vermutlich 30 bis 40 Blöcke auf einem Schiff transportiert werden. Die Papyrusrollen von Wadi al-Jarf werden sicher noch weitere Geheimnisse lüften. Das Logbuch des Aufsehers endet mit der Lieferung der Steine in Gizeh, wo das Material von einem anderen Team übernommen wird. Sie haben Holzschlitten gebaut, die Steine darauf befestigt und dann gezogen. Das haben Menschen und Tiere gemacht. Es gibt Bilder und Reliefs in den Gräbern, auf denen die Schlitten zu sehen sind. Der Boden wurde mit Wasser oder Milch angefeuchtet, damit die Schlitten mit den Steinen besser gleiten konnten.
Die Konstruktion der Pyramide bleibt jedoch weiterhin ein Rätsel. Wie gelingt es den Baumeistern, die teilweise 7 Tonnen schweren Steinblöcke bis auf eine Höhe von 146 Metern aufzuschichten? Und das ohne moderne Maschinen? Für den Bau der Cheops-Pyramide wird schließlich eine gigantische Menge an Steinen benötigt. Das Gesamtvolumen der Pyramide beträgt 2.600.000 Kubikmeter. Das entspricht 5 bis 6 Millionen Tonnen Stein. Damit ist die Cheops-Pyramide mehr als 590 Mal so schwer wie der Eiffelturm in Paris. Seit vielen Jahren werden Theorien aufgestellt, wie die Rampen aussahen, auf denen die Steine nach oben befördert wurden. Die Fotogrammetrie ermöglicht einen neuen Blickwinkel. Auf den Drohnenaufnahmen kann man Dinge erkennen, die einem vom Boden aus verborgen bleiben. Mithilfe der Fotogrammetrie kann man die Spuren einer Rampe, die vor einigen Jahrzehnten entdeckt wurde, genauer untersuchen. Diese Rampe ist in Richtung Ostfriedhof, Mastaba-Feld und kleine Pyramiden ausgerichtet. Wenn man mit dem Auto vorbeifährt, erkennt man die Rampe nicht mal. Man fährt und vergisst, dass sie da ist. Aber von oben sieht man genau, dass es sich um eine Baurampe handelt. Die Rampe ist viel zu klein für die gigantischen Steinblöcke der Pyramide. Optisch gleicht sie jedoch den Baurampen, die im alten Ägypten verwendet werden. Sie besteht aus 2 parallelen Steinwänden. In der Mitte wurde sie mit Schutt und dem Steinmaterial, das beim Behauen der Quader entsteht, gefüllt. Man kann sich also vorstellen, dass die große Rampe, die zum Bau der Pyramide verwendet wurde, auch so ausgesehen hat. Auf dem Gelände der Nekropole gibt es eine Rampe, die auch vom Boden aus gut sichtbar ist. Mark Lehner nimmt sie genauer unter die Lupe. Das hier ist eine alte Rampe. Ich stehe auf ihr. Natürlich war sie viel höher. Erstaunlicherweise haben die Baumeister sie einfach hier gelassen. Wir glauben, dass die Rampen für die Pyramiden genauso gebaut wurden. Stützmauern aus kleinen Steinen. Und davon gab es hier genug, die dann mit Schutt aus Steinsplittern, Sand und Gips aufgefüllt wurden. Wie die Ägypter Rampen gebaut haben, ist also bekannt. Aber welche Form hatte eine große Baurampe? Wissenschaftler sind sich nicht einig. Manche gehen von Wendel- oder Schneckenrampen aus. Eine Rampe, die sich wie eine Schlange um die Pyramide windet. Das Problem einer solchen Rampe ist das enorme Volumen, das fast dem der Pyramide entspricht. Außerdem hätten die Ägypter einen extrem langen Weg zurücklegen müssen, um zur Spitze zu gelangen. Man hätte bei jedem Aufstieg mehrere Kilometer gehen müssen. Eine andere Möglichkeit ist eine gerade Rampe, die bis zur Spitze der Pyramide führt. Aber auch eine solche Rampe ist problematisch. Wir wissen, dass der Steinbruch nur 350 Meter südlich der Pyramide lag. Und eine Rampe, die von dort bis zur Spitze der Pyramide geführt hätte, wäre zu steil gewesen. Sie hätte vermutlich nur das untere Drittel der Pyramide bedient. Sobald 80% der Pyramide fertiggestellt sind, nimmt das Volumen ja stark ab. Ab dann haben sie vermutlich eine Wendelrampe mit Hilfe von Stützmauern und Schutt gebaut, die spiralförmig nach oben führt. Obwohl heute schon viel über die Logistik der Baustelle und die Pyramide bekannt ist, fehlen noch einige Puzzleteile. Besonders was ihren Innenaufbau angeht, wahrt die Cheops-Pyramide noch Geheimnisse. Viele Ägyptologen glauben, dass es im Inneren der Pyramide noch viel zu entdecken gibt. Das Team um Vincent Tournaudre bekommt die Gelegenheit, die Pyramide von innen fotogrammetrisch abzutasten. Auch wenn man damit nicht durch Stein sehen kann, können die 3D-Modelle den Wissenschaftlern helfen, neue Elemente der Pyramide zu finden.
Zwischen all den Touristen hat das Team nur wenig Zeit und Raum, um genügend Bilder für die Auswertung zu schießen. Doch die Mühe lohnt sich. Sobald das Modell fertig ist, erlaubt es den Forschern womöglich ein besseres Verständnis für die innere Struktur der Cheops-Pyramide. Heute betritt man die Pyramide nicht mehr über den Haupteingang, der sich 17 Meter über dem Boden befindet, sondern durch einen Eingang, den Grabräuber im frühen Mittelalter einige Meter weiter unten in den Felsen getrieben haben. Sie haben diesen Tunnel durch die vorhandenen Steine geschlagen. Bis hierher sind sie gekommen. Haben angehalten, sind umgekehrt und haben dann den eigentlichen Zugang gefunden. Wie man auf diesen fotogrammetrischen Aufnahmen sieht, ist das Innenleben der Cheops-Pyramide eher untypisch. Bis zu diesem Zeitpunkt werden alle Pyramiden auf die gleiche Weise gebaut. Die Grabkammer des Pharaos befindet sich dabei immer im Boden. In allen Pyramiden verlaufen die Korridore nach unten. Aber hier gibt es drei Kammern, die zweite und dritte erhöht innerhalb der Pyramide. Die tiefste Kammer, die sogenannte Felsenkammer, befindet sich 30 Meter unter der Pyramide. Um sie zu erreichen, muss man durch einen 105 Meter langen Tunnel, der kaum höher als 1 Meter ist. Das Interessante an der Felsenkammer ist, sie wurde nie fertiggestellt. Man sieht hier genau, wie gearbeitet wurde. Sie haben den Stein mit großen Hämmern bearbeitet, die vermutlich aus hartem Diorit bestanden. Oder mit spitzen Meißeln. Hier sieht man die Streifen, die beim Heraushauen des Felsens entstanden sind. Vermutlich hat nur eine Person daran gearbeitet. In der mysteriösen Felsenkammer wird kein Sarkophag gefunden. Auch wird sie nie fertiggestellt. Wurde sie als erste gebaut und dann zugunsten der anderen Kammern aufgegeben? Oder wurde sie als letzte begonnen und aus Zeitgründen nicht fertig? Für Vassil Dobrev ist klar, in der Cheops-Pyramide ist nichts dem Zufall überlassen. Diese Kammer wurde noch vor der Pyramide gebaut. Die Baumeister mussten herausfinden, in welchem Zustand der Fels sich befand. Heute macht man das mit einem Scanner. Wer heutzutage ein Großprojekt plant, überprüft das Baugelände. Und damals wurde das Gleiche gemacht. Man hat den Fels daraufhin getestet, ob er das gigantische Grabmal auch tragen kann. Vassil Dobrev ist davon überzeugt, dass Pharao Cheops den besten Ort für seine Grabkammer sucht. Er entscheidet sich gegen die Felsenkammer und für eine zweite Kammer 50 Meter höher inmitten der Pyramide. Heute wird sie Königinnenkammer genannt. Es ist ein ziemlich großer Raum, mehr als 5 Meter. Man kann sich also vorstellen, dass der Pharao am Anfang hier auf der Westseite seine Grabkammer bauen lassen wollte. Aber irgendwas ist passiert. Und plötzlich hat man etwas viel Komplizierteres und Schwierigeres gemacht. Der Archäologe geht davon aus, dass Cheops seine Meinung erneut geändert hat und sich noch eine Kammer bauen lässt. Dieses Mal 40 Meter über dem Boden. Wenn das stimmt, hätte der Pharao 3 Anläufe gebraucht, um den richtigen Ort für seine Grabkammer zu finden. Das würde den komplexen Aufbau der Innenräume erklären. Diese Theorie teilen auch andere Ägyptologen. Die Pläne wurden während des Baus immer wieder geändert. Die Religion hat sich weiterentwickelt, die Technik auch. Also hat man sich angepasst. Außerdem konnte der Pharao auch jederzeit seine Meinung ändern. Mark Lehner sieht das anders. Er glaubt, dass alles von Anfang an durchgeplant ist. Und die Felsenkammer nicht die erste, sondern die letzte Kammer ist.
Das würde bedeuten, dass die Baumeister des Pharaos einen 105 Meter langen Gang in den Felsen gehauen haben, nur um dann zu sagen, wir haben es uns anders überlegt, bauen wir die Grabkammer doch höher in der Pyramide. Das glaube ich nicht. Ich denke, alle drei Kammern wurden von Anfang an so geplant. Aber die unterirdische Kammer wurde als letzte ausgeführt und deshalb nicht fertig. Eine Sache ist sicher. Nur in der höchsten Kammer, der Königskammer, wird ein Sarkophag gefunden. Alles deutet darauf hin, dass Cheops dort bestattet wird. Ägyptologen erforschen das Gangsystem im Inneren genau. Sie finden ein beeindruckendes Arsenal, das die Grabkammer schützt. Dank der Fotogrammetrie können sie die Pyramide heute mit einigen Mausklicks durchschreiten. Das aufwendige Verteidigungssystem beginnt ca. 100 Meter vor der Kammer, an der Stelle, an der sich die beiden Hauptgänge kreuzen. Vassil Dobrev erklärt das System genauer. Hier zweigt der Gang ab, der zur eigentlichen Grabkammer führt. Es ist interessant zu wissen, dass dieser Gang mit großen Granitblöcken versperrt war. Das war neu. Denn bis jetzt waren Sperrsteine immer aus Kalkstein. Hier hat man den aufsteigenden Gang mit Granit versperrt, was einen größeren Schutz bietet. Granit ist deutlich härter und widerstandsfähiger als Kalkstein. Hier erkennt man drei riesige Granitblöcke, die man Sperrsteine nennt. Vor etwa 4.500 Jahren versperren diese Steine den Gang zur Königskammer. Nach dieser ersten Verteidigungslinie muss man den aufsteigenden Gang nehmen, um zur Grabkammer zu gelangen. Nach 40 Metern erreicht man schließlich die berühmte große Galerie. Wir sind hier in dem spektakulärsten Raum, der je in einer Pyramide gebaut wurde. Dazu muss man wissen, dass eine Pyramide nicht nur ein Grabmal ist. Sie ist auch ein Symbol für die Macht und Würde des Pharaos. Und musste eine grandiose Architektur haben. Und die große Galerie ist das Grandioseste, das man in einer Pyramide finden kann. Sie ist 8 Meter hoch und 47 Meter lang. Majestätisch, aber auch pragmatisch. Die Granitblöcke mussten durch die große Galerie passen. Sie ist ein Teil des Verschlusssystems. Die Sperrsteine sind riesig. Es muss ein hoher Gang konstruiert werden, um sie aufzunehmen. Ein 1 Meter hoher Gang hat eine flache Decke. Bei allem, was höher ist als 1 Meter, konstruiert man ein Gewölbe, um zu verhindern, dass die Decke einstürzt. Und bei dieser Galerie hat man ein sogenanntes Kraggewölbe gebaut, um sie zu schützen. Dank der Fotogrammetrie kann man die Konstruktionsweise besser nachvollziehen. Hier sieht man, dass jede Steinlage im Vergleich zur vorherigen 10 cm nach innen verschoben ist. Mit der siebten Kragstufe ist die Decke vollständig geschlossen. Die Steinblöcke werden nur leicht versetzt übereinander geschichtet. So kann ein viel größerer Raum geschaffen werden. Die große Galerie endet an der Grabkammer. Um sie zu erreichen, muss man noch ein Hindernis überwinden. Ein letztes Bollwerk, den sogenannten Vorraum mit den Fallsteinen. Es war wie eine primitive Maschine. Große Granitblöcke wurden in diese Nischen gehievt. Die Nischen wurden von diesen erhöhten Steinbändern definiert. Sie sind abgebrochen, aber man kann noch sehen, wo sie waren. Und die Granitblöcke waren wie Fallgitter, die man von der anderen Seite mit einem Seilzugsystem herunterlassen konnte. Um die Grabkammer zu verschließen.
Das war die zweite Verteidigungslinie, um Grabräuber davon abzuhalten, die Königskammer dahinter zu plündern. Gigantische Fallsteine blockieren dann den Zugang zur Grabkammer. Zusammen mit den Sperrsteinen ein beeindruckendes Schutzsystem vor Grabräubern. Die Baumeister der Pyramide haben etwas Fantastisches konstruiert. Und sie wussten genau, einen Tag nachdem der Pharao begraben wurde, werden Grabräuber versuchen, in die Pyramide einzudringen. Sie mussten sich über den Schutz der Grabkammer Gedanken machen und versuchen, Diebe zu täuschen. Deswegen war es für die Architekten und den Pharao so wichtig, die Grabkammer zu schützen und zu verstecken. Aber es gibt auch noch andere Gründe, warum niemand die Grabkammer des Pharaos erreichen darf. Es war für die Ägypter sehr wichtig, dass die sterblichen Überreste unversehrt bleiben, bis die Pyramide als riesige Wiederauferstehungsmaschine ihren Zweck erfüllt. Die Wiederauferstehung aller anderen, besonders des königlichen Hofs, hing davon ab. Indem die Ägypter das Grabmal ihres Pharaos schützen, sorgen sie dafür, dass sie selbst ewig leben. Die Wissenschaft leistet Großes, um dieses fantastische, über 4.500 Jahre alte Kulturdenkmal zu erforschen. Einige Experten glauben, dass die berühmteste Pyramide der Welt noch nicht all ihre Geheimnisse preisgegeben hat. Manche fragen sich, ob noch mehr unentdeckte Kammern existieren. Ich glaube immer noch, dass der Sarkophag nicht von Cheops ist. Er ist zu klein. Und deswegen vermute ich, dass sich die eigentliche Grabkammer noch in der Pyramide befindet. Es ist vielleicht nicht völlig ausgeschlossen, dass man eines Tages eine weitere Grabkammer finden wird, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Die Pyramide ist innen massiv und aus dem Gang- und Kammernsystem lässt sich kein weiterer Raum ableiten. Heute ist sehr viel über die Struktur der Cheops-Pyramide bekannt. Mit Hilfe der Fotogrammetrie konnten neue Erkenntnisse gewonnen werden. Trotzdem gibt es noch Aspekte, die weiter beleuchtet werden müssen, hauptsächlich was die Konstruktion dieses Steinkolosses betrifft. Es gibt noch viel zu entdecken. Auch in Zukunft werden wir uns über die Cheops-Pyramide, Pyramiden im Allgemeinen und die alten Ägypter Gedanken machen. Und wissen Sie warum? Die menschliche Zivilisation entwickelt sich schneller und schneller. Es ist wichtig zu verstehen, was damals passiert ist, damit man verstehen kann, was heute passiert. Wir haben in Ägypten vielleicht 30% aller Kulturdenkmäler gefunden. Auf dem Plateau von Gizeh gibt es in den Pyramiden noch viele Schätze zu entdecken. Man kann nie wissen, welche Geheimnisse noch im ägyptischen Sand verborgen sind.